Ja, die Frage Pensionszusage oder Unternehmenskasse. Beide sind Innenfinanzierungssysteme. Bei beiden bleibt die Liquidität erstmal im Unternehmen. Bei beiden kann die Liquidität frei angelegt werden oder im Unternehmen genutzt werden. Beide sind sinnvolle Produkte. Die Pensionszusage führt einfach zu Rückstellungen, das muss man wissen. Die Unternehmenskasse führt zu keinen Rückstellungen. Die Unternehmenskasse ist aus meiner Sicht vor allem für das Kollektiv geeignet. Die Pensionszusage ist vor allem auch geeignet für den einzelnen Geschäftsführer, der hier beitragsorientierte Zusagen, zum Beispiel Bausteinsystem bei den Themen oder Ähnliches nutzt, vielleicht auch bei Bausteinsystemen bei Mitarbeitern. Die Unternehmenskasse, wie gesagt, für das Kollektiv und für den, der keine Rückstellungen will, der wirklich eine freie Anlage möchte, auch nichts verpfänden möchte, und die Pensionszusage für den Geschäftsführer, für den, der anlegt, vielleicht auch verpfänden mag. Beides möglich, beides interessant, beides eine Versicherungslösung, höchstem Maß überlegen.